Hey Kids, herzlich willkommen zu dieser Online-Kiko-Folge. Richtig cool, dass du eingeschaltet hast. Wir haben eine richtig coole Folge für dich vorbereitet. Und wir haben ja beim Online-Kiko jede Woche ein Gewinnspiel. Und wir haben in der letzten Folge euch gefragt, hey, schickt uns ein Foto von dem Bild, was ihr gemalt habt, von Nehemia. Und wir wollen jetzt schon mal reingucken, was wir für Kunstwerke von euch zugeschickt bekommen. Hey, richtig cool. Und für alle anderen, ihr müsst auf jeden Fall nicht traurig sein, dass euer Bild vielleicht nicht gezeigt wurde. Wir hatten gar nicht so viel Zeit jetzt hier, so viele Bilder zu zeigen. Aber schickt uns auf jeden Fall weiterhin fleißig Bilder. Und dann, wer weiß, seid ihr vielleicht schon die glücklichen Gewinner von unserem Gewinnspiel. Und wir haben jetzt noch eine andere wichtige Sache direkt am Anfang. Und zwar habe ich das in der letzten Folge schon gesagt, werden wir in der nächsten Serie beim Online-Kiko was ganz Besonderes machen. Und zwar werden wir mit Material von Secret Kids zusammenarbeiten. Und dafür seht ihr hier unten einen Link ein. Geblendet. Boah, da kommt es auch schon angeflogen. Genau, das kriegt ihr nämlich kostenlos zugeschickt, wenn ihr das unter dem Link bestellt. Also ihr müsst dann nur eure Adresse angeben und dann kriegt ihr ein Paket kostenlos zugeschickt. Und da ist richtig, richtig cooles Material. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, was wir da für cooles Material finden. Und zwar haben wir hier unser Missionsbuch. Und da gehen wir durch verschiedene Länder. Und da sind zum Beispiel auch so kleine Rätsel drin. Ich wollte euch mal eins vorlesen. Wir blenden das hier auch ein. Hier steht, Reise rückwärts weiter nach Hützedalgnap. Welches Land ist gemeint? Guckt euch das nochmal an, das wird hier eingeblendet. Was könnte das sein? Wir reisen rückwärts nach Hützedalgnap. Wenn ihr es noch nicht wisst, dann könnt ihr es auch mal rückwärts aufschreiben. Mit diesem Missionsheft werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen beschäftigen. Aber in dem Paket, was ihr dann zugeschickt bekommt, gibt es auch noch richtig viele andere coole Dinge. Zum Beispiel ist hier so ein kleines Stickerheft. Das sind verschiedene Aufkleber, die man abziehen kann. Und hier, die falte ich mal kurz auf, ist eine Weltkarte. Was das genau mit dieser Weltkarte auf sich hat und wieso manche Länder jetzt rot und orange sind und manche irgendwie gar nicht, das erklären wir euch noch. Aber wir können mit diesem Secret Kids Programm für verschiedene Länder beten und für die Länder, für die wir gebetet haben, dann können wir hier Sticker auf unsere Weltkarte aufkleben. Das ist richtig cool und das werden wir alle zusammen als Online-Kigo zusammen machen. Deswegen ist es richtig cool, wenn du deinen Eltern Bescheid sagst und ihr euch einfach das Secret Kids Paket kostenlos nach Hause schicken lasst. Alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Das war's jetzt erstmal von den ganzen Infos am Anfang. Ich würde sagen, ich bete noch mit uns und dann starten wir gleich durch mit der Folge. Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir für eine neue Online-Kigo-Folge, die wir jetzt haben werden. Und ich danke dir, dass wir Freude haben können, weil du bei uns bist. Und danke, dass wir da heute mehr drüber lernen werden, dass egal, wie es uns geht, egal, wie es unseren Freunden und Familien geht, egal, was um uns herum so alles passiert, wir können uns trotzdem freuen. Und ich bete, dass jedes Kind, was den Online-Kigo jetzt guckst, dass du bei ihm bist, dass du uns richtig viel Spaß schenkst und dass wir mehr von dir lernen. Amen. Hey, und ihr seht schon, ich stehe schon und ihr anderen Kids, ihr den Online-Kigo gerade guckt, ihr könnt auch alle schon mal aufstehen, denn wir wollen jetzt zusammen Lobpreis machen. Wir wollen Gott die Ehre geben mit den Liedern, die wir singen, mit den Tänzen, die wir tanzen und dafür könnt ihr alle mal aufstehen und mit uns zusammen jetzt Lobpreis machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Blatt.
mein Gott ist gut. Keine schwachen, halben Sachen, es ist vorbei, ich lebe mit Gott.
Ich hoffe, ihr hattet eine richtig coole Zeit, gerade beim Singen und Tanzen und überhaupt, wahrscheinlich hat bei euch sogar die Spülmaschine mitgetanzt. So, aber wir haben letzte Woche schon richtig viele coole Bilder eingeschickt von, ihr habt es wahrscheinlich erraten, von Nehemia. Und ich verrate euch jetzt, wir sind ja wieder in unserer Serie, das heißt 4 Wochen am Stück dürft ihr uns Sachen schicken und ich verrate euch, was ihr heute uns schicken dürft. Und ich freue mich schon richtig darauf, weil das Krasse ist, dass wir nicht nur hier, da wo wir wohnen, Online-Kigo gucken, sondern in ganz Deutschland, sogar auf der ganzen Welt. Missionarsfamilie in Papua-Neuguinea gucken, ich glaube in Malaysia, vielleicht irgendwann noch auf dem Mond. Und was wir uns wünschen diese Woche von euch, ist, schickt uns doch mal ein Selfie von euch und eurem Ortsschild, wo ihr wohnt, okay? Ich freue mich auf Berlin, auf Unterkrombach, auf Frankfurt, auf... Ich wohne in Wiesbaden. Genau, und deswegen schickt uns voll gern Bilder von eurem Ortsschild und wenn ihr euch traut, auch noch mit einem Selfie dazu. Und dann wollen wir mal gerne sehen, wo unsere ganzen Online-Kigo-Kids-Zuschauer herkommen. Genau, und deswegen, da freue ich mich drauf. Aber ich will nicht mehr lang weiterreden. Oh, ich muss noch hier was machen. Guck mal, was hier wieder reingeflogen kommt. Richtig, ich muss doch sagen, worum es geht. Guck mal, ihr könnt mit jedem Bild, was ihr einschickt, kommt euer Name einmal mehr in den Lostopf. Und hier drüber können sich dann 2 von euch freuen. Wir verlosen nämlich 2-mal diese coole Sofortbildkamera. Da kann man Bilder machen und dann die direkt ausdrucken. Das kann richtig cool sein, hey, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr mal wieder euer Ortsschild besuchen wollt, was ihr eingeschickt habt. Genau, und deswegen, ihr könnt jede Woche ein Bild einschicken und unter allen Bildern losen wir dann die 2 Gewinner aus. So, aber jetzt geht's hier weiter mit unserer neuen coolen Superbuchfolge. Von daher viel Spaß. Ich habe eine dringende Nachricht von Sanballat für dich. Schlechte Nachrichten? Es geht ein Gerücht im Lande um, dass wir die Mauern nur wieder aufbauen, um uns aufzulehnen und weil ich der neue König sein will. Aber das ist gar nicht wahr. Nein. Es heißt, seit der persische König das gehört hat, fordert er meinen Kopf. Sanballat schreckt vor nichts zurück. Das ist so. Kerle wie er gewinnen immer. Wir können hier vielleicht ein paar Soldaten abwehren, aber nicht die persische Armee. Wenn sie Nehemia töten, was werden sie mit uns machen? Nichts an dieser Nachricht stimmt. Ich glaube nicht, dass der König gegen uns ist. Er hat mir seinen Segen gegeben. Aber wenn Sanballat die Wahrheit sagt, was dann? Alle Feinde wollten uns einschüchtern und uns von der Arbeit abhalten. Aber ich bat Gott, dass er mir Stärke gibt. Jemaya, überbringe Sanballat unsere Antwort. Die Arbeit wird fortgesetzt. Verflucht sei dieser Mann! Wir hätten ihn gleich töten sollen, als er herkam. Oh, dafür ist es noch nicht zu spät. Du, Nehemia vertraut dir doch. Wie dem eigenen Bruder. Wenn du erfolgreich sein wirst, mache ich dich zu einem sehr reichen Mann. Jeder hier hat tolle Arbeit geleistet. Ja, ich kann keine strukturellen Mängel erkennen. Und das haben die in 52 Tagen hingekriegt. Hey, da ist Nehemia. Was hat er wohl vor? Kommt mit. Nur herein. Schemaja, was gibt es? Wieso hast du mich gerufen? Nehemia, wir müssen auf der Stelle hier fort. Aber wieso? Lass uns schnell zum heiligen Tempel laufen und uns dort verstecken. Wir verschließen die Tempeltüren, denn deine Feinde wollen dich noch heute Nacht umbringen. Oh nein. Wieso sollte ich weglaufen und mich im Tempel verstecken, um mein Leben zu retten? Nein, das werde ich nicht tun. Du musst das tun! Gott hat mich geschickt, um dich zu retten. Nein, Schemaja. Ich glaube, Gott hat nicht das Geringste damit zu tun.
Was meinst du damit? Tobia und Sanballat haben dich bezahlt, um mich zu täuschen und um mir Angst zu machen, damit ich etwas Falsches tue und meinen guten Namen zerstöre. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Denk bei Gott an die schlimmen Dinge, die Tobia und Sanballat getan haben und erinnere dich an all die Propheten wie Noatia, die immer wieder versucht haben, mich einzuschüchtern. Oh. Du machst einen Fehler. Nein, du machst den Fehler. Und Gott wird das niemals vergessen. Ja! Oh. Nehemia, woher wusstest du, dass er ein Verräter ist? Ich war erst in dem Moment ganz sicher, als ich das Geld gesehen habe. Als unsere Feinde erfuhren, dass unsere Arbeit fertig war, waren sie hilflos. Denn jetzt wussten sie, dass unser Gott uns geholfen hat, die Mauern wieder aufzubauen. Obwohl in Jerusalem viel Platz war, lebten nicht viele Menschen dort. Es wurden keine neuen Häuser gebaut. Aber Gott brachte mich auf einen Gedanken. Was machen wir mit diesen alten Familienverzeichnissen? Als Jerusalem angegriffen und die Mauer zerstört wurde, hat man viele von uns nach Babylon verschleppt. Jetzt habe ich die Listen von denen, die zurückgekommen sind. Und die leben jetzt wieder alle hier? Nein, einige sind in ihre Heimatstädte zurückgekehrt. Aber die Mauern sind wieder aufgebaut. Nun ist es an der Zeit, alle wieder nach Jerusalem zurückzurufen. Die Nachkommen von Elam, die Nachkommen von Asgard, die Nachkommen von Pahab Moab, die Verwandten von Asaf und die Musiker des Tempels, die Angehörigen der Tempeldiener, Ata, Talmon, die Torwächter der Schallum-Familie, die Nachkommen von Baslut, Netziach, Zia, Gittel, die Nachkommen von Mehiha, die Nachkommen von Harsha, die Nachkommen von Sofaret, die Diener Salomons, alle aus Tel Melach, Darkon, Tel Harsha, Kirub Adon. 42.360 sind zurückgekehrt. Dazu kommen 7.337 Diener und 245 Musiker. Nun, da alle Stämme zurück nach Jerusalem gekehrt sind, müssen wir uns alle wieder Gott zuwenden. Esra, willst du das Gesetz vorlesen, das Gott seinem Volk durch Mose gegeben hat? Amen, Amen. Das ist das Gesetz von Mose. Heute wird das geistliche Leben meines Volkes neu geboren. Seht, heute zeige ich euch das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Geht und feiert ein Fest, esst und trinkt und gebt denen etwas ab, die nichts haben. Dieser Tag ist der heilige Tag des Herrn. Und seid nicht traurig oder bekümmert, denn die Freude an Gott ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist das, was Nehemia zu seinen Freunden gesagt hat. Und ich würde sagen, weil wir ihn ja schon mindestens seit einer Woche kennen, gilt das genauso für dich und für mich. Ich bin übrigens Conny und ich freue mich, dich jetzt mehr mit reinzunehmen, was es bedeutet, Freude an Gott zu haben. Vielleicht kennst du das, dass du in deinem Alltag was erlebst, was richtig, richtig schön ist. Vielleicht hast du diese Woche ja erlebt, dass die Sonne endlich wieder rauskommt und du draußen sein konntest mit deinen Freunden oder mit deiner Familie. Vielleicht hast du auch erlebt, dass du in der Schule was richtig Cooles erlebt hast. Du hast eine gute Note geschrieben, du hast eine richtig tolle Sitznachbarin kennengelernt. Was auch immer, uns können so viele gute Sachen im Leben passieren. Und dabei freuen wir uns doch so richtig. Wisst ihr, ich freue mich so richtig, wenn mal wieder Schokolade auf meinem Teller ist. Und hier habe ich gerade das Beste, und zwar Lebkuchen. Ich liebe Lebkuchen und ich freue mich so sehr, dass es den jetzt endlich wieder gibt. Auch wenn wir noch nicht ganz Weihnachten haben. Vielleicht habt ihr es auch schon im Supermarkt gesehen. Da stehen schon Regale voll mit Lebkuchen und Weihnachtssachen. Und das freut mich immer richtig. Obwohl ja eigentlich noch gar kein Weihnachten ist. Und wisst ihr, so wie mich die Lebkuchen an Weihnachten vielleicht erinnern oder mich daran erinnern, was für eine schöne Zeit es ist, die jetzt bald kommt, habe ich jetzt schon Freude daran, sie zu essen und mich daran zu erinnern, dass bald Weihnachten ist. Und genauso könnt ihr euch die Freude an Gott vorstellen. Freude am Herrn bedeutet, dass Gott uns liebt und dass wir von Gott geliebt sind. Dass er uns erschaffen hat und dass er mit uns ist, egal wo wir hingehen. Und dann können wir eben in schwierigen Zeiten sagen, hey, Gott ist mit mir und ich bete, dass Gott mir jetzt Stärke gibt. Und die Stärke findet dann nicht hier statt, sondern in unserem Kopf,
weil wir uns an ihn erinnern und daran erinnern, dass er bei uns ist und dass er uns Stärke gibt. Und zwar die Stärke durchzuhalten, die Stärke dran zu bleiben und die Stärke positiv zu denken, auch wenn vielleicht um dich herum gar nichts Positives ist. Und das ist auch eine Stärke, die man richtig trainieren kann, indem du betest oder indem du dir jeden Tag aufschreibst, drei Dinge, die einfach gut waren. Das kann sowas sein wie, die Sonne hat geschienen oder mich hat jemand angelächelt. Also selbst diese kleinen Dinge, hey, das sind die Freuden, die Gott uns schenkt. Ihr könnt mit Gott ins Training gehen, ihr könnt zu Gott beten, hey, gib mir diese Stärke oder gib mir diese Freude, an die ich mich erinnern darf, wenn es mir nicht gut geht. Und trainiere mit mir, dir zu vertrauen. Und ich sag dir, Gott wird dein Gebet hören und ich glaube, ihr werdet richtig coole Sachen erleben. Und wenn ihr irgendwas mit Gott erlebt habt, wo ihr gesagt habt, hey, da habe ich die Freude von Gott gespürt, da habe ich die Stärke von Gott gespürt, auch euren Freunden weitererzählen. Weil ich glaube, wenn wir Geschichten hören, die uns ermutigen, wo Gott eingegriffen hat, wie zum Beispiel die von Nehemia, hey, dann sind wir gestärkt, dann stärkt das uns. Und deswegen ist es cool, wenn ihr davon weitererzählt und es nicht für euch behaltet und zusammen vielleicht mit anderen auch an einem Tisch sitzt und einfach mal euch austauscht, was Gott so getan hat. Und wir freuen uns vom Online-Kigo natürlich auch davon zu hören. Deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas erlebt habt. Aber ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Sonntag oder eine schöne Woche. Und ich werde jetzt hier erstmal meine Schokolade genießen. Hey Online-Kigo-Kids, was eine coole Abschluss von unserer Nehemia-Folge mit der Hammer-Andacht und wir kommen auch direkt zur Spielezeit. Und guck mal, ich habe hier meine Krone und meinen Säbel, weil wir spielen heute Ringekönig und dafür müssen wir Basti rufen. Basti, komm mal hier rüber. Hallo, grüß dich. So, Kameramann, sieht man das gut? Stehen wir beide an den richtigen Ecken? Sehr gut, der Daumen geht hoch. Wir spielen Ringekönig, das heißt, ja. Ich werfe das gleich so hoch. Okay. Vielleicht musst du doch wieder aus der Kamera rauslaufen und dann hier probieren zu treffen. Okay. Du hast drei Ringe und wir sehen mal, wie viel du triffst, okay? Okay. Dann. Ich geh mal ganz weit weg. Oh, ich kann dich fast nur noch knapp sehen. Ich seh dich nur noch richtig klein, Josh. Ich probier, dass du mich. Okay. Du musst probieren, mich nicht zu treffen. Ich ziele, ich werf los, er fliegt schon. Und oh, da kommt er. Ja! Ich hab ein bisschen geholfen, okay? Ich hab ein bisschen geholfen. Okay, Ring Nummer 2 ist unterwegs. Ja! Aber knapp, ich glaub, aber ich knapp. Ich immer nur mit den Roten. Okay, dann noch ein Roter. Und Ring Nummer 3. Komm, ich helf. Ja! Hey, richtig gutes Spiel, Basti, komm mal her, hier, du bist ne... Sollen wir tauschen? Willst du auch mal werfen? Wir können auch eine Runde tauschen, dann bist du jetzt der König, das und die Ringe. Ich hol mal noch den grünen Ring. So, okay. Ich tu das mal hier hin. Okay, so. Ich stehe so. Passt alles? So steht ein Ringkönig, glaube ich. Ja. Okay. Und ich fange auch mit Rot an. Rot, rot, grün, rot hast du. Rot hat gut geklappt, ja. Boah, sehr gut. Der ist sogar ein bisschen um die Kurve. Grün? Wow. Ja, mit Hilfe, aber trotzdem. Das Schwert hat ihn aufgefangen. Ah! Ja, alle drei. Hey Josh, ich glaube, damit bist du der Ringekönig. Ja, okay, aber du kriegst ihn, weil du sehr gut mir geholfen hast. Ich zieh die Ringe an, kommt so, ist mein Ringschein, mein Heiligenschein. Hey, ihr könnt es zu Hause nachspielen, egal ob mit Freunden, man kann es auch mit der Hand spielen oder man probiert zum Beispiel Papierknullen in den Papierkorb zu werfen. Habt einfach richtig viel Spaß. Basti, du musst jetzt wieder... Ich muss los. Du musst losrennen, weil wir schalten gleich wieder ins Studio zu dir. Ja. Renn schon mal. Genau. Und ich sag hier, habt eine richtig coole Zeit zu Hause zum Spielen. Und jetzt geht's weiter mit Basti. Puh, ich hab's nochmal pünktlich ins Studio geschafft. Das war's auch schon mit unserer Online-Kigo-Folge. Wir wollen euch nochmal darauf hinweisen, dass wir in 3 Wochen mit unserer Secret Kids Reihe starten. Hier wird jetzt ein Link eingeblendet, ihr findet ihn sonst auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ihr könnt euch was bestellen bei Open Doors und dann kriegt ihr kostenlos was zugeschickt. Ihr müsst ja nur euren Namen und eure Adresse eingeben und dann schicken die euch kostenlos ein Paket zu. Und das, was ihr da bekommt, das brauchen wir für die Online-Kigo-Serie, mit der wir in 3 Wochen starten. Das heißt, wenn du das noch nicht gemacht haben solltest, dann sag unbedingt gleich Mama und Papa Bescheid, zeig ihnen das nochmal und bestellt dann unbedingt das Paket, damit, wenn wir dann hiermit loslegen, dass das auch bei euch angekommen ist. Und ich wollte euch nochmal zeigen, was ihr dann kriegt. Und zwar ist das hier Secret Kids. It's Mission Impossible, beziehungsweise Mission Possible. Und ich habe euch ja schon ein paar Sachen gezeigt, die da drin sind. Und eine Sache, die ihr in dem Paket findet, ist das Trainingsheft. Und in diesem Trainingsheft habt ihr unter anderem euren Secret Kids Agentenausweis. Aber es gibt auch andere viele coole Dinge. Ich zeige das mal. Zum Beispiel sind hier auch so verschiedene Comics.
Ihr findet hier verschiedene Steckbriefe oder zum Beispiel, wie ihr hier auch seht, QR-Codes, womit ihr nochmal zu anderen Videos kommt. Hier sehen wir nochmal viel mehr Comics, Steckbriefe, Quiz, Rätsel, Aufgaben, alles Mögliche. Und damit werden wir dann danach die Serie durchstarten. Das heißt, bestellt euch das unbedingt. Das ist richtig, richtig cool, wenn wir dann alle zusammen als Online-Kigo-Team diese Secret Kids zusammen machen. Das ist richtig cool. Was auch richtig cool ist, ist, wenn wir von euch hören. Wir lieben das, dass wir nicht nur hier Leute sind, die irgendwie was Lustiges hinter der Kamera machen, sondern hinter den Bildschirmen, die ihr das alle guckt, den Online-Kigo, sitzen ja ganz verschiedene Leute und Geschichten und Kinder, und wir lieben es einfach von euch zu hören, und dafür haben wir unsere Online-Kigo-Hotline. Das ist diese Handynummer, die hier auch eingeblendet wird. Und da könnt ihr uns richtig gerne bei WhatsApp schreiben. Schickt uns Fotos, schickt uns Selfies, schickt uns einfach nur Textnachrichten, schickt Grüße raus, schickt uns Sprachnachrichten, irgendwas, was ihr uns schon immer mal sagen wolltet. Ich check hier immer die Online-Kigo-Hotline und wir freuen uns riesig, wenn wir da Nachrichten von euch kriegen. Und folgt uns unbedingt auch auf Instagram. Wir haben einen Instagram-Account und da zeigen wir euch auch immer mal wieder, was so hinter den Kameras passiert, was sonst auch so beim Online-Kigo abgeht. Genau, deswegen folgt uns da auch richtig gern. Und wir haben eine Online-Kigo-Webseite, onlinekigo.de. Da findet ihr richtig viele coole Sachen, wie zum Beispiel die Theater findet ihr da. Oder wenn du noch kein Kindergottesdienst hast, in den du gehst, findet ihr da auch eine Karte und da kannst du sehen, hey, wo ist eigentlich der nächste Kindergottesdienst in meiner Nähe? Und das ist richtig, richtig cool. Da werden sich die Leute in der Gemeinde richtig freuen, wenn ihr dahin geht und dann den Kindergottesdienst besucht. Yes, so viele Informationen, aber alles richtig, richtig coole Sachen. Ich würde sagen, ich bete noch mit uns zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist. Ich danke dir für alles, was wir heute gelernt haben. Und Jesus, ich bete einfach jetzt für jedes Kind, was den Online-Kigo guckt. Ich bete, dass du jedes Kind segnest. Ich bete, dass du jedem Kind eine Hammerwoche schenkst. Ich bete, dass wir einfach merken, du bist immer bei uns, egal wo wir gleich hingehen, egal wo wir morgen hingehen, du bist bei uns. Und ich bete, dass wir einfach einen riesen Spaß daran haben, das immer mehr zu entdecken, wie gut du bist. Und jetzt bete einfach für eine richtig gute Zeit. Amen. Das war's auch schon. Wenn ihr jetzt richtig traurig seid, dass diese Online-Kigo-Folge schon vorbei ist, dann müsst ihr nicht traurig sein, denn es gibt auf diesem YouTube-Kanal noch richtig, richtig viele andere Folgen. Schaut da gerne mal rein und dann sehen wir uns spätestens bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao. Richtig cool, dass du heute dabei warst beim Online-Kigo, und weißt du, vielleicht stellst du dir die Frage, wer ist denn dieser Gott und Jesus und die Bibel, von dem die hier reden? Und genau das will ich dir kurz erklären. Und zwar will ich dir erklären, woran wir als Online-Kigo-Team glauben, aber auch alle Christen auf der ganzen Welt. Christen heißen Menschen, die an Gott und Jesus und die Bibel glauben. Und weißt du, da gibt es eine gute Nachricht und es nennt sich das Evangelium. Und das will ich dir kurz erklären, nämlich da geht es darum, dass jeder, du und ich, Gottes Kinder werden können, weil Gott uns so sehr liebt. Und wir können es anhand von unseren 5 Fingern, können wir uns das merken, weil jeder Finger hier, damit können wir uns einen Satz merken. Und der kleine Finger steht für den Satz, hey, kennst du Gott und seine gute Nachricht für uns? Weil das ist, kennst du Gott? Weißt du, wer Gott ist? Gott ist, der hat alles erschaffen. Er ist der König der Welt, nennt man ihn auch. Und er ist auch perfekt. Er ist heilig. Das heißt, er macht nichts Falsches. Er ist perfekt. Das Perfekteste, was du dir vorstellen kannst, das ist Gott. Und dann gibt es den Ringfinger, der steht dafür, Gott liebt uns und hat uns für Gemeinschaft erschaffen. Weißt du, vielleicht kennst du das, Ehepaare haben hier einen Ring dran. Das bedeutet, dass sie auf immer mit jemandem zusammen sein wollen, dass sie beste Freunde sein wollen. Das war auch Gott. Weißt du, vielleicht kennst du die Geschichte von Adam und Eva. Das waren die ersten Menschen, die Gott erschaffen hat. Und Gott hat für die einen Garten gemacht und wollte immer Gemeinschaft mit denen haben. Und dann kommt der Mittelfinger. Und weißt du, der Mittelfinger, der steht für was Schlechtes, kennst du vielleicht. Und der steht auch hier für was Schlechtes, nämlich Sünde trennt uns von Gott. Weißt du, Sünde sind Dinge, falsche Dinge, die wir tun. Lügen, schlagen, klauen, ungerecht zu anderen sein. Und das sind die ganzen falschen Dinge. Und wenn wir unsere Hand auf unser Herz legen, ganz ehrlich sind, hätten haben wir alle schon was Falsches gemacht. Und weißt du, und Gott, haben wir gelernt, ist der Perfekte, der macht nichts falsch. Aber wir machen falsche Sachen, deswegen sind wir getrennt von Gott. Und eigentlich ist es richtig schlimm, aber ich kann dir was Gutes sagen, das ist der Zeigefinger. Der zeigt nach oben zu Jesus. Gott hat sich eine Lösung einfallen lassen. Und zwar hat er Jesus, seinen Sohn, hier zu uns auf die Erde geschickt. Vor 2000 Jahren. Jesus wurde Mensch, wurde geboren und hat hier auf dieser Welt gelebt.
Und weißt du, das Besondere an Jesus war, er hat niemals etwas Falsches gemacht. Er hat nie was Falsches gemacht. Aber das war Gottes Plan, weil an Ostern, da war er 30, auch ungefähr vor 1970 Jahren, da ist Jesus hier am Kreuz gestorben. Hier auf dieser Welt ist er gestorben und er wurde für was bestraft, obwohl er gar nichts falsch gemacht hat. Und weißt du, das war Gottes Plan, weil dadurch, dass Jesus, Gottes Sohn, bestraft wurde, können wir sagen, hey Jesus, wir glauben daran, es tut uns leid. Und so nimmt Jesus von uns diese Sünde, diese schlechten Sachen, die wir gemacht haben, einfach weg. Und dann sind wir wieder perfekt und können zu Gott kommen, können seine Kinder sein. Das ist der Daumen. Der Daumen heißt, hey, wenn du das glaubst, bist du jetzt und für immer Gottes Kind. Und so können wir, wenn wir sagen, hey, ich glaube daran, ich glaube, dass ich falsche Sachen gemacht habe, will mich eigentlich trennen von Gott, der perfekt ist, aber ich glaube, was Jesus gemacht hat, ist richtig und gut, dann können wir Gottes Kind werden. Und wenn du jetzt Gottes Kind werden willst, dann spreche ich kurz ein Gebet und du kannst es mitbeten. Ich werde eine Zeile, ein Satz vorbeten und du kannst sie leise mit mir zusammen wieder mitbeten. Ich lege dazu meine Hand aufs Herz, du kannst Hände falten, Augen zumachen, was auch immer. Aber beten heißt, dass wir mit Gott reden. Okay, ich bete und du kannst sehr gerne nachbeten. Danke Gott für deine gute Nachricht für mich. Danke Gott für deine gute Nachricht für mich. Danke Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Danke, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass du mich liebst und mir vergibst. Danke, dass du mich liebst und mir vergibst. Ich möchte jetzt mit dir und für dich leben. Ich möchte jetzt mit dir und für dich leben. Gott, du bist mein guter Vater. Gott, du bist mein guter Vater. Und ich bin jetzt und für immer dein Kind. Und ich bin jetzt und für immer dein Kind. Amen. Amen. Hey, richtig cool, wenn du das gerade mitgebetet hast. Weißt du, in der Bibel steht, dass für jeden Menschen, der auch sagt, er will Gottes Kind werden, ist eine Riesenparty im Himmel. Alle freuen sich. Und richtig, richtig cool. Hey, aber vielleicht hast du auch das nicht mitgebetet. Oder du musst noch drüber nachdenken. Dann nimm dir gerne die Zeit, denk drüber nach. Rede auch gern mit Mama und Papa oder mit deinem Kindergottesdienstleiter darüber oder sonst mit Menschen. Und du kannst dieses Gebet entweder nochmal hier angucken oder einfach selber beten. Du musst einfach nur sagen, hey Gott, ich möchte ein Kind sein. Und ich glaube an Jesus und mir tut es leid, was ich getan habe. Hey, richtig cool. Ich ermutige dich, darüber nochmal nachzudenken. Und falls du jetzt noch mehr wissen willst, dann habe ich zwei Tipps für dich. Einmal, du kannst voll in der Bibel lesen, da erfährst du noch mehr über Gott und über Jesus und was dieses Evangelium eigentlich ist. Und du kannst aber auch gern mit deinen Fragen uns schreiben. Einfach an info@onlinekiko.de. Hey, richtig cool. Ciao, ciao.